So, und da sind wir auch gleich wieder bei StarCraft 2 Kampagne. Direkt weiter aufgenommen von mir. Die Schiffsmesse ist jetzt geöffnet. Sie ist der zentrale Treffpunkt des Schiffs, wo ihre Crew zusammenkommt und Söldner angeheuert werden können. Aha. Hat mich vorher nicht interessiert, interessiert mich auch jetzt nicht, diese Söldner. Zergjäger. Jimmy, ich dachte mir, die würden dir gefallen. Sie sind die Siegestrophäe von einer Zergjagd vor ein paar Jahren. Vielleicht bringen sie dir Glück. Joyray-Besitzer, Inhaber von Joyrays Bar, Marsara. PS, den Fernseher schreibe ich dir auf deinen Deckel. Marke. Ich sollte das da echt runternehmen. Ich glaube, die Crew findet das wohl irgendwie cool oder sowas. Was sagen uns die Nachrichten? Donny Vermillion meldet sich live für UNM. Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donny, kann es sein, dass in der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was noch wichtiger ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terranen möglich sein könnte? Donny, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Oh, das gefällt unseren Jim aber leider gar nicht. Schauen wir mal ins Arsenal, bevor wir weitermachen. Der hat ja angeblich was Neues für uns. Ah, Marodeure können wir jetzt verbessern, ansonsten nichts mehr hier. Marodeure erhalten 25 Trefferpunkte. Angriff von Marodeuren verlangsamt alle Ziele. Aha. Mhm. Ich glaube, ich nehme einfach mal das und dass ich da kein Ding mehr brauche. Und dann haben wir genau 0. Auf die Brücke mit uns. Was hast du uns zu sagen, Matt? Alles in Ordnung, Sir. Nach all den Jahren wieder auf Kerrigan zu treffen. Wir müssen sie aufhalten, Matt. Egal, was sie im Schilde führt. Nun, wir haben ihr heute einen Rückschlag verpasst. Die Artefakte sind ihr offensichtlich wichtig. Ich wünschte nur, wir wüssten weshalb. Sternenkarte. Planet Redstone ist dazugekommen, aber wir machen erstmal Agria. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. Agria-Kolonie evakuieren. Agrarkolonie. Aha. Belohnung in Credits 100.000. 3 Zergforschung. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Aha. Tja, jetzt müssen wir auch noch solche Leute retten. Solche Bauern werden dann auch gerettet, weil das ist ja eine Agrarkolonie. Oh mein Gott, ist der flach. Schande über mein Haupt. Scheiß drauf, los geht's mit der Mission. Ah, ich darf ihn nicht benutzen. Schade. Are you serious? Ich habe uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen.
Die laufen schon fast weg. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, ist das so? Ja gut, dann müssen die halt... Kann ich hier nicht helfen? Ich brauche hier auf jeden Fall erstmal, muss ich mich umschauen nach. Ach, come on. Gott sei Dank sind das auch gar nicht viele hier. Jetzt macht das Ding auch kaputt endlich. Ich hab Hunger. Ah, dieser Spruch von diesen Feuerfressern, der ist gut. Wo brennt's? Ich weiß nicht, vielleicht bei mir unterm Arsch? Gut gemacht. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Kolonie helfen können. Ja, das kann ich bestimmt, aber... Definitiv nicht mit so einem Tech-Labor, das kann ich einfach nicht. Das kann ich euch definitiv nicht. Was zur Hölle ist das? Söldnerquartier, aha. Ach, kommt schon, Leute. Ich habe jetzt schon erforscht, dass ich kein Ding mehr brauche. Den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben Sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Na, viel Spaß dabei. Der erste Konvoi wird demnächst Lux Crossing verlassen. Willst du mich verarschen? Wie sollen wir die bitte das ganze Ding über beschützen? Nicht genügend Mineralien. Ist nicht deren Ernst, oder? BBM einsatzbereit. Ist ja lächerlich, wie soll man das bitte machen? Kann's kaum noch erwarten. Der ganze Weg soll beschützt werden von uns, oder was? Der ganze Weg. Ist ja lächerlich, das klappt doch niemals im Leben. Nicht mal im Ansatz. Ja gut, wenn die meinen, dann wird das wohl schon so klappen. Ich gehe jetzt aber trotzdem erst auf WBFs, weil das ist mir wichtiger, dass ich dauernd Mineralien habe. Ich kann sowieso nicht schneller produzieren wie jetzt, deswegen... Für nichts und niemanden anhalten. Ah, oh, mein Gott, sind die Menschen nett zueinander. Ah ja, Gottes Wille. Dann werde ich jetzt mal nach vorne rushen. Bereit machen, Jungs! Ich denke mal, da vorne wird schon... Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Aha, sind die also gut positioniert? Das bringt den Leuten aber auch viel. So, kommt schon. Geht klar. Jawohl. Jawohl, ja. Aber sicher. Los. Los, Wochos. Die hau ich schon mal im Bunker. Oh, los, wach, oh. Los, wachos. Los. Jetzt geht's los. Hu. Oh. Machst du den Scheißer kaputt, da komm schon.
brauch keinen Kriecher. Ist das ein Zerg-Artefakt? Oh. Mach sie tot. Kommt schon, Jungs. Da die Feuerfresser eh nur die Bodeneinheiten angreifen können, hat sich das sowieso erledigt. Wir bemannen sie jetzt, diese Dinger. Na los, komm. Ach komm, fickt euch doch, ehrlich. Komm, wir haben keine Zeit für sowas. Ja, hast du dich erschreckt, das ist schön für dich. Richtig hart wäre es, wenn ich jetzt einen Bug hier hätte und dann könnte ich nicht mehr weiterspielen, weil ich da gerade zubaue. Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen? Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Also entweder ich wandere die ganze Zeit mit denen mit oder ich baue zu. Das sind die zwei Optionen, die er mir gerade gesagt hat. Jetzt komm schon, Maus, hör auf zu spinnen. Ja, wir sind Feuer und Flamme. Aha. Wir sind Feuer und Flamme. Du reparierst jetzt erstmal. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Ja, das ist okay. Meine Leute, die wissen schon Bescheid. Da haben wir uns extra auch noch die Warpicks geholt. Starke Söldnertruppe, die hilft uns bestimmt weiter. So. Ich brauche noch einen. Jetzt komm her, hör auf. Dreckige Maus, blöde Nuss. Tastatur und Maus spinnen gerade bei mir. Es gibt's doch nicht, was ist denn das jetzt? Du reparierst mir erstmal, beziehungsweise. Baust mir jetzt erstmal hier. Den hier. Du machst mir hier einen. Für den Fall. Und die hier. Auf dem Raumhafen! Los, Bewegung! Worauf soll ich ballern, Sir? Dann gehen zwei rein und die greifen hier an. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Hakuna Matata, Hakuna Matata. In Ordnung. Ja, ja, kein Problem. Ist doch kein Problem, ey. Ja, ja. Entschuldigung. So, was machst du, Schlampe? Hier kann ich nicht bauen. So. Hier kann ich nicht bauen, deine Mama. Hier kann ich nicht bauen. Hier kann ich nicht bauen. Ja, ja, muss ja auch nicht. Welche Basis? Wo? Oh. Haben die das leer geräumt? Super. Da ist doch kein Kampf mehr. Was willst du? Ja, wusste ich's doch, dass die jetzt rauskommen werden. Da bauen wir ein Bunkerchen hin. Lies mal, meine Elch. Ach du Scheiße. So, jetzt mal schauen, was wir hier haben. Aha. Aber ich habe so das Gefühl, das war noch nicht alles. Ja, wusste ich's doch. Welche Basis wo? Kein Problem für uns, weil da sind dann schon die Wachen. Oh, nein, 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 das ist zu viel, ist gut. Da werden jetzt die nächsten Truppen reinmarschieren, beziehungsweise am besten oben einmal. Oh. Wo denn? Wo ist der in Gefahr?
verstehe diese Jungs manchmal nicht. Ja, ich hab gerufen. Ich hab gerufen. So. Gute Arbeit. Jetzt machen wir noch direkt einen dahin. Warum nicht? Roger! Durchgeladen und entsichert! Der Konvoi hat es schon mal geschafft. Da wird auf jeden Fall noch was gebraucht. Da ist okay alles. Truppenbau und das ist schön. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Oh. Oi, da Lan, ey. Fick dich doch ins Arschloch, du Drecksschwanz. Nicht du, Zuschauer. Worauf soll ich ballern, Sir? Worauf du ballern sollst, auf deine Eier? Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Jetzt komm, gib ab und dann noch ein Ding. Dritte Kaserne ist notwendig. So, dann haben wir noch zwei Plätze. Oh, da fehlt sogar noch einer. Dann bauen wir einen letzten hier hin. Für den Fall aller Fälle werde ich den dahin bauen.